Ei Gude und herzlich willkommen zu Smallland. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und ich bin tierisch gehypt, Freunde. Ja, es ist endlich soweit. Smallland ist heute im Early Access angekommen. Ein Spiel, was ich gefühlt, glaube ich, schon seit 500 Jahren auf meiner Wishlist habe bei Steam. Und endlich ist es soweit. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, mit euch zusammen das Abenteuer hier zu starten. Wenn ihr noch nicht wisst, was Smallland ist, es ist ein, ja, ein Survival-Spiel, aber diesmal irgendwie am Boden. Also das geht so in Richtung Grounded, Valheim, Ark, sowas irgendwie in der Richtung. Also du kannst hier bauen, du kannst hier entdecken, du kannst hier kämpfen, du kannst hier Tiere irgendwie zähmen, Reittiere zähmen, keine Ahnung. Also ich habe selber noch nicht gesehen, ich habe halt immer nur die News auf Discord verfolgt und habe aber tatsächlich noch kein einziges Liveplay gesehen. Also es gab wohl auch irgendwie vorab schon wieder Release-Videos von ausgesuchten Content-Creatern, die durften da schon mal reinschnuppern. Das habe ich mir aber wohl überlegt, ja, einfach gespart, weil ich mit euch einfach hier reinstarten möchte. Wenn ihr jetzt natürlich wissen wollt, was gibt's denn aktuell alles? Also es gibt ja tatsächlich schon eine Roadmap, die könnt ihr natürlich auch bei Steam kurz mal reinlesen, wenn ihr das möchtet. Aber ich habe die hier gerade offen, deswegen kann ich euch das erzählen. Es ist ab Launch erhältlich, gibt es eine große Welt mit 6 Biomen, die aktuell zu erforschen sind. Dann gibt es irgendwie 28 Kreaturen, haben wir da. Es gibt irgendwie 4 versteckte Kreaturen. Es gibt 13 Rüstungssets, verschiedene Buildings, also Gebäude und Dekoration und so weiter und so fort. Ist alles schon mit dabei. Irgendwie Bäume, auf die man klettern kann. Das funktioniert alles schon und es sind tatsächlich dann auch schon in dieser Roadmap angekündigt, was es für Content-Updates gibt, wann die im Groben ungefähr rauskommen. Also der nächste ist im Frühling 2023 und ja, da geht es dann darum, dass es irgendwie noch ein neues Hornissenreittier gibt. Es gibt irgendwie neue Werkzeuge, neue Waffen und so weiter und so fort, neue Bauteile. Also das wird alles kommen. Es ist natürlich alles noch nicht auf einmal implementiert. Ist ja logisch, ist ja auch ein Early Access. So, ich glaube, ich habe jetzt genug gelernt. Jetzt juckt es mich gerade im Ohr. Ich glaube, ich habe jetzt echt genug gequatscht. Und ich würde sagen, gemeinsam starten wir in das Abenteuer Smallland. Und ich hoffe, dass das mit der Technik alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Weil ich habe es vorher nicht ausprobiert. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. So, wir sind jetzt hier im Startbildschirm und wir schauen erstmal bei den Einstellungen rein. Und da hatte ich gerade im Vorfeld schon mal nachgeguckt, was ich ganz gut finde und was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Seht erstmal zu, dass ihr euer Framelimit runtersetzt, dann habt ihr zumindest keine Probleme mit irgendwelchen großen Frame-Drops oder irgendwas in der Richtung. So, V-Sync habe ich wie immer aktualisiert, ist aber eine persönliche Einstellung, das kann man machen oder auch nicht. DLSS-Modus, also für alle, die eine Nvidia-Grafikkarte haben, ist hier gesorgt, genauso für die Kunden von AMD. Da hast du diesen FSR-Modus drin, das ist quasi das Äquivalent zu Raytracing, DLSS und so weiter und so fort. Ne, Raytracing nicht, DLSS. Okay, so, was haben wir hier für Möglichkeiten? Wir haben Auto, wir haben Qualität, wir haben ausgesogen, wir haben Performance, Ultra-Performance, aus. Ich lasse es mal auf Auto. Vielleicht werden wir es in Zukunft auch nochmal ändern. So, Gesamtqualität, kann man natürlich alles wunderbar machen. Du kannst hier deine Auflösungen einstellen, alles wunderbar. Geht hoch bis auf 2K-Auflösung. Dann haben wir hier noch, ja, einfach noch ein Fenster, wo ich meine Eingabesteuerung machen kann. Was haben wir hier? Wir haben hier ganz normal die Steuerung. Gamepad-Unterstützung scheint es wohl auch schon zu geben. Kann ich jetzt so noch nicht ausprobieren. Aber wenn ich das hier so sehe, sieht das ganz gut aus. Vielleicht probieren wir das auch einfach mal aus. Ja? So, bauen kann ich. Bla 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 bla. Chat und so weiter und so fort. Alles da. Allgemeines haben wir. Hold to Sprint. Finde ich immer ganz gut. Machen wir einfach mal an, keine Ahnung. Wir haben ein Hut, was wir verstecken können, das finde ich schon mal ganz cool. Will-O-Wisps, das sind wahrscheinlich irgendwelche Tutorial-Tipps oder sowas. Dann haben wir auf der rechten Seite Audio und so weiter, da kann man die ganzen Effekte, Musik und so weiter einstellen. Und hier finde ich ganz witzig, Arachnophobie, also für alle, die unter Arachnophobie, also sprich unter Angst vor Spinnen leiden, die können hier eine Skalierung einschalten. Ich weiß nicht genau, was die macht, aber wahrscheinlich werden dann die Spinnen nicht mehr ganz so eklig aussehen oder
werden irgendwie anders getriggert. Ich weiß es nicht. Wir können es mal bei Gelegenheit ausprobieren und mal gucken, ob wir da einen Unterschied feststellen. Das machen wir dann aber, wenn es soweit ist. So, wir wählen das Ganze aus, beziehungsweise gehen auf Escape und starten ein neues Spiel. Und dann brauchen wir einen neuen Charakter und wie immer ist das unser Bärdische. Ja, so, hoffentlich kann man auch was mit Bart einstellen, finde ich geil. So, und was haben wir denn hier? Hier haben wir schon mal den Charakter-Editor. Also so sieht der Kollege aus, sieht ein Elf mit irgendwelchen Fühlern auf dem Kopf, was weiß ich, ist halt einfach so. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich das irgendwie, achso, hier kann ich männlich-weiblich machen, okay. Ja, okay, also weiblich ist einfach ein bisschen kleiner und männlich ist ein bisschen größer. Okay, wir lassen es mal so. Männlich normal, männlich sanft. Hier kannst du irgendwelche Gesichter eingeben. Ihr seht es ja selber, männlich stark. Der guckt ein bisschen und erinnert mich gerade so vom Gesichtsausdruck so ein bisschen an unserem guten Kevin aus Sons of the Forest. So, was haben wir hier? Die Öhrchen? Okay. Warum steht hier spitzer Ziegenbart, wenn es doch aber die Ohren sind? Okay, also hier gibt es verschiedene Ohrenformen. Wir nehmen einfach mal die hier. Finde ich ganz gut. Augenbrauen, stylisch, buschig, bla bla bla. Machen wir stylisch. Komm, Bart voll. Das ist ein Vollbart? Was ist denn dann das hier? Okay, egal. Koteletts, alte Schule, Schnurrbart, Backenbart, Ziegenbart. Wir nehmen mal irgendwie den Vollbart, auch wenn das ein schlechter 3-Tage-Bart ist. Okay, aber egal. Bartfarbe, blond, Hazelnut, bla, Silber, Schwarz, bla, 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 ganzen Farben hier. Finde ich cool, dass sie die Farben auch so genannt haben. So Himmel, Feuer und so. Also finde ich ganz nice. Wir nehmen den mal Silber, passend zum Typ, der davor sitzt. So, Fühler. Guck mal an. Wir haben gekniet, wir haben gekeult, wir haben fadenförmig, kopfförmig, und fächerförmig. Ich finde ja kopfförmig ganz geil, ne? Das sieht aus wie so zwei Taschenlampen. So, Fühlerfarbe, Purple, Orange, Red, Green. Wir bleiben mal bei Grün. Grün finde ich gut. Haare, mittellang, lang, kahl. Komm, wir machen kahl. Dann passt er auch wenigstens so ein bisschen zu mir. Haarfarbe hat sich somit erledigt. Das sei denn, ich kann... Ja, genau, da kannst du die Augenbrauenfarbe noch ändern. Das finde ich ganz gut. Wisst ihr was? Dann machen wir die Augenbrauenfarben mal auch schön buschig, damit man das auch gut sieht. Oder uralt? Machen wir uralt. Passt auch irgendwie zu mir. So, Haarfarbe haben wir erledigt. Gewöhnlich, triangulieren, verlängert. What? Riesig? Ich weiß es nicht. Wir lassen es einfach so. Augenfarbe nehmen wir violett. Hautfarbe, hell, Kastanie, warm, Dämmerung, lila Dämmerung, das ist ja cool. Wald, geisterhaft, cool. Echt schräg, ne? Wir nehmen mal Dämmerung. Gesichtszeichnung, aha, 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 ja cool. Also kann man ja schon was machen, ne? So, Bestätigung, den nehmen wir einfach so. Friedlicher Modus, Kreaturen greifen dich nicht an. Aber du wärst nicht bei einem Angriff. Was machen wir denn hier? Nee, wir wollen aber eigentlich... Beitreten? Nee. Zurück. Auswählen. Jetzt möchte ich aber erstellen. Okay, wir machen mal friedlichen Modus. Kreaturen greifen dich nicht an, aber du wehrst dich bei einem Angriff. Deine Partie können andere Spiele beitreten. So, wir lassen das einfach mal aus und machen hier den friedlichen Modus. Wir lassen den einfach mal so weit. Und, oder warte mal, kann ich das hier komplett? Nee, ich kann ja hier einfach eine neue Welt, ne? Ich muss ja hier gar nichts angeben, oder? Einfach neue Welt erstellen? Genau, so, sorry. Was nehmen wir denn? Was haben wir denn? Komm, dann nehmen wir mal einzigartig. So, erstellen. Und dann gehen wir mal auf Start. Und dann geht's los, Freunde. Ich bin gespannt. Hier so passieren wird. Mal einen Schluck trinken.
Ja, okay. Ich brauche nicht ruhig sein. Okay. Das sieht ja schon mal nice aus. Was haben wir denn? Was sehen wir denn hier? Also links haben wir irgendwie eine Energieanzeige mit dem Herz. Also das wird von unserer Kraft sein. Ich denke, was da drunter ist. Wahrscheinlich Hunger. Ja. Was da drunter ist, das kann ich noch gar nicht sagen. Ich hoffe, das erklärt das Spiel irgendwann mal. Was habe ich hier, wenn ich auf Escape drücke? Zurück zum Spiel. Gelockert? Was ist gelockert? Ach nee. Ach, das ist, wenn... Es soll wohl irgendwie feststecken sein. Das ist wohl ein bisschen unglücklich lokalisiert. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Ach so, auf Tab komme ich ins Inventar. Ach, da sehen wir es ja. Gesundheit, Stamina, Nahrung und Temperatur ist aktuell angenehm. Okay. Wohlgenährt, das ist ein Buff, den sieht man dann über der Lebensanzeige. Und auch ein positiver Buff geschützt. So, was haben wir hier? Wir haben den Holzknüppel, den können wir wahrscheinlich hier auf die 1 legen und auf die Schnellzugriffsleiste. Dann haben wir hier einen Verband, den finde ich auch ganz gut. Und ein Pilzsteak, da gibt es nochmal was zu essen. So, Herstellung ist auf jeden Fall schon mal hier. Eine Karte gibt es auch. Kompendium, die Rede des Königs, Kodex, whatever. Ah, okay. Hier kann man wohl dann einfach, ja, einfach so eine Entwicklung, ne? Dass du immer weiter kommst. Okay, ist ja relativ simpel gehalten, aber wir wollen mal losrennen. So, da winkt auch schon einer ganz wild. Ah, das sieht schon schick aus, ne? Also die Lichteffekte sind natürlich grandios. Und auch die Texturen finde ich nice. Ist mal ein bisschen was anderes als die Valheim-Grafik, die ich eigentlich nur gewohnt bin. So. Können wir den quatschen? Sei mir gegrüßt. Ich habe die Aufgabe, mich mit allen Mitgliedern... Also seid mir nicht böse, dass ich es jetzt nicht wieder vorlese. Das mache ich ja grundsätzlich nicht. Wenn ihr wissen wollt, was da steht, macht kurz Pause, lest einfach selber oder lest schnell mit. Okay, Eulenstatuen. Du findest den Hauptmann Herne. Okay. So, hier haben wir eine Eulenstatue. Wenn ich F drücke, kann ich die untersuchen. Das Überland. Es gibt einen Antennenmodus? Tatsächlich. Das ist ja geil. Dann sehe ich nämlich gleich, was ich ernten kann, was Ressourcen sind. So, ich habe aufgehoben Holz und kann jetzt herstellen Holzbeil, Holzknüppel. Kann ich den auch wieder ausschalten, den Modus? Genau, geht. Ah, den brauche ich auch gar nicht eingeschaltet lassen, um das einzusammeln. So. Bauarbeiterhammer, das können wir auch einsammeln. Noch mehr Holz. Sehr geil. So, Fässer. Also ich denke mal, das wird auch noch ein bisschen mit der Lokalisierung, wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen hakelig sein am Anfang, aber das soll uns ja nicht weiter stören. So, was haben wir hier? Hier haben wir Harz. Und jetzt können wir Feuerpfeile herstellen. Hier ist noch mehr Harz. Okay, finde ich schade, dass man das nicht automatisch aufheben kann. Das wird es ein bisschen einfacher machen. Aber Early Access, Freunde, Early Access. Und jeder, der sich an... Kann ich das hier auch aufheben? Nee. Das ist ja geil, guckt euch das mal an. Einfach nur ein Wurzelstück, das brennt. Das ist ja echt nice gemacht. Wow. So, hier haben wir wieder eine Eule. Ah, es gibt im Kompendium, kann ich mir also alles durchlesen, was ich von den Eulen erfahren habe. Eulenstatuen, Kompendium, Ernten, läuft. So, kann ich jetzt irgendwas herstellen? So, Herstellung. Bauarbeiter, Hammer. Ah, den habe ich jetzt einmal hergestellt, oder was? Tatsächlich, da ist er. Also ich brauche dafür erstmal keine Werkbank. Das finde ich ja nice. So, wenn ich jetzt auf 8 drücke. So, wenn ich auf die 8 drücke, habe ich ihn jetzt abgelegt. Jetzt muss ich gerade mal die Kamera ein bisschen verschieben, weil ich glaube, ihr könnt das nicht sehen. Denn da verbirgt sich noch ein Menü, deswegen müssen wir die mal hier oben hinschieben. So,
Sorry, dass ich das jetzt so mitten in der Aufnahme machen muss, aber ihr wollt ja schließlich auch was sehen, genau. So, Platzierungsoption öffnen. So. Hä? 70? 140? An? Aus? Wahrscheinlich irgendwie so snappen? Okay, kann ich gerade nichts mit anfangen, aber wir gucken mal Bauwerke, was wir da bauen können. Wir können ein Lagerfeuer bauen. Fundamente können wir bauen. Deko können wir auch schon ein bisschen was bauen. Und Gebäude können wir bauen. Ach, guck mal hier. Ah, ja. So. Ich wollte es einfach nur mal sehen. Kann ich hier runterspringen? Okay. Das ist echt schön gemacht. Wahnsinn. Ja, drücke Tab, um dein Inventar zu öffnen. Du kannst da sehen, welche Rückstände sind. Okay. So, hier gibt es auch noch was zu sammeln. Harz. Harz ist, glaube ich, echt gut. Guck mal, hier haben wir noch Holz. Steuerung ist eigentlich relativ intuitiv. Ich finde es jetzt ein bisschen zu empfindlich, die Mauseinstellung. Das kann man natürlich selber noch ändern. Wir sind übrigens das kleine Volk. Es gibt mehrere Ebenen und Abzweigungen, die sich hunderte von Metern in allen Richtungen erstrecken. Okay. Ach, es ist total schön, mal wieder irgendwas zu entdecken. So. Haben wir Sentinel Ade und Sentinel Ben. Wir quatschen mal mit denen. Naja, okay. Wäre jetzt natürlich schön gewesen, wenn die auch ein bisschen... Ist der am Telefonieren? Was macht der da? Achso, der unterhält sich. Wäre natürlich jetzt auch irgendwie schön gewesen, wenn das ein bisschen vertont gewesen wäre. Meine Frau hat ein krasses Phenomnet drauf. Sagt der Arzt dazu. So, was haben wir hier? Insektenei aufheben. Aufheben. Kann man wahrscheinlich essen. Aha, also ist er noch nicht vollständig lokalisiert, wie ihr sehen könnt. Da fehlt wohl noch ein Text. Also auf Deutsch. Schimmel, überall Schimmel. So, der lässt mich so nochmal nach den Eulen starten und gucken. Kann ich hier irgendwas abbauen? Nee. Ah, guck mal hier. Gibt es nochmal Insekteneier? Nee, die kann ich gar nicht aufheben. So, was habe ich hier? Was ist denn das? Geil! Ein Pilzgrill! Ich dreh durch! Ist das geil! Viel Glück im Überland! Mhm. Möge die heilige Eule mit dir sein. Jawohl! Die stehen auf Eulen, ne? Also, ich muss es ehrlich so sagen. Jetzt erklärt sich auch für mich, warum das Bild auf Discord eigentlich immer eine Eule gewesen ist. Ich erkenne den Zusammenhang. Okay, Königin. Üble Kreaturen. So, kann ich das hier irgendwie aufheben da? Kann ich hier reinspringen? Okay, also ins Wasser kann man auch. Wie kommt man hier wieder raus? Ah, guck, was haben wir denn hier? Finde ich übrigens auch geil, dass man rein und raus scrollen kann, ne? Das gefällt mir. Weil manchmal finde ich das gut, richtig nah aus der First-Person-View und manchmal auch aus der Third-Person-View finde ich dann auch ganz geil. Oh Leute, guck mal hier, wie geil das hier aussieht. Mann, ist ja echt Wahnsinn. Alter, was ist das hier? So, Spiel ist gerade noch ein bisschen am Nachladen. Vielleicht muss ich auch einfach nochmal die Settings unterstellen. Das werde ich dann mal bei Gelegenheit ausprobieren, ob das was bringt. Wow. Guckt euch das mal an. Ich bin gerade
übelst geplättet, wie schön dieses Spiel einfach ist. So, der sagt mir auch, ich soll zum Hauptmann Herne gehen. Ich weiß, das ist schon gerade auch so ein bisschen storylastig, ne? Also hier gibt es wohl irgendwie auch eine Questreihe drin. Das ist so unfassbar schön gemacht. Ich hoffe, ihr seht das genauso schön, wie ich das gerade sehe. Das ist nämlich... Alter. Sorry, aber ich bin gerade echt völlig platt. So, was haben wir denn hier? Noch Gesundheit. Angriffe fand ich extreme Temperaturen aus. Okay, also es gibt wohl auch Fallschaden. Nahrung, Schlaf und Heilungsgegenstände kann ich die wieder auffüllen. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Sprinten, Rutschen, Ausweichen, Springen, Angreifen und Blocken kosten nicht Ausdauer. Okay, das kennen wir ja alle schon von Valheim. Das ist ja jetzt auch nichts Neues mehr. Hier ist noch Holz. Noch eine Eule. Ah ja, okay. Gibt halt auch eine Map, ne? Und was ich auch geil finde, es gibt auch einen Kompass oben. Ihr seht es ja oben am oberen Bildrand. Ja, das finde ich auch ganz nice. Finde ich immer ein nettes Feature. Gibt es aber leider auch nicht bei allen Spielen. Aber macht so viel aus. Ohne dass du ständig die Map auf und zu machen musst oder so. Guck mal hier, was man hier alles an Ressourcen finden kann. Nice. Guck mal, Johannisbeeren. Alter, wie groß sind einfach diese Johannisbeeren? Entweder ist der so klein oder die Dinger sind so groß. So, da ist der Hauptmann Herne. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Darf ich dich noch etwas fragen? Könntest du mir wohl eine Rüstung machen, Hauptmann? Ich sollte mich hier wegen meinem Auftrag melden. Danke, Hauptmann, ich bin bereit. So, ich sollte mich hier erstmal melden wegen dem Auftrag. Der Wald in der Höhle am Fuße des Hügels. Okay. Kann er mir eine Rüstung machen? Hier, gepolsterte Armschienen kann er herstellen. Achso, man sieht es hier. Also ihr seht hier, was wird benötigt? Fasern. Weil das Teil hier grün ist, kann das mir schon herstellen, denn das geht noch nicht. Das geht auch nicht. Aber die Handschuhe könnt ihr mir zum Beispiel auch herstellen. Ah, das ist schon mal nice, ne? Ah, ja. Stell mal her. Mach mal, Kollege. So, wenn ich jetzt auf rechts klicke. Wartet mal kurz. Ah ja, okay. Dann sieht man es auch gleich. Macht das irgendwas? Tut das irgendwas? Wird da irgendwas besser? Ich habe es gerade leider nicht gesehen. Ah ja, doch, da sieht man es. Kälteschutz, Schutz und Haltbarkeit. Ah ja. Wir haben Kälteschutz 9 und das war Kälteschutz 3. Okay, also es bringt auf jeden Fall was, wenn wir den Kollegen dann hier auch öfter mal anquatschen. So. Ach, guck mal, das sind ja Käfer. Ich drehe durch. Mein Gott. Jetzt wäre ich beinahe runtergefallen. Man kann sich sogar hier durchbewegen. Da wird das so ausgeblendet. Das ist echt hübsch. So, hier gibt es noch Fasern. Wir haben ja gerade mitbekommen, Fasern sind gut. So, hier haben wir noch Harz. Da ist noch eine Eule. So,
So, was hat sie zu erzählen? Stay away from deep water. Ach so, wir können nicht schwimmen. Ah, okay. Also das ist quasi so, wie es auch bei Valheim ist, ja. Also wenn du krepierst, entweder spawnst du dann an irgendeinem beliebigen Punkt, nee, nicht an einem beliebigen Punkt, sondern irgendwie an einem Speicherpunkt oder aber bei deinem Bett. Und da ist dann quasi auch ein Grabstein, kennen wir von Valheim, wo du dann einen ganzen Krempel wiederfindest, also dein ganzes Inventar. Also da geht aus wohl nichts verschwunden, aber ist halt maximal ärgerlich dann, ne? Ist ja noch eine Eule. Baue ein Bett als neuen Spawnpunkt und Schlafplatz. Das ist ein steiler Tipp. Ich weiß halt nur nicht, wo man bauen kann. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder so viele Fasern zusammen hier. Können wir uns eigentlich auch gerade mal ein Rüstungsteil holen, ne? Wie viel man einfach von diesem Harz hier kriegt. Ja, gut, sind ja auch Bäume, ne? So, hier war doch auch noch Fasern. Bin ich da einfach nur vorbeigelaufen oder respawnen die so schnell? So, mach mir nochmal was. Komm mal her. Rüstung. Mach mal Rüstung. Los. Mach mal Hose. Mach mal. Gepolsterte Toga. Gepolsterte Toga, genau. Mach mal so. Genau. Und dann ziehen wir uns den Krempel mal an. Zack. Zack. So. Können wir noch irgendwas herstellen? Oh Leute, ich muss aufpassen. Die Zeit rast, die Zeit rast, ne? So, Herstellung. Holzknüppel haben wir ja schon. Bauarbeiterhammer. Ein Holzbeil. Was brauchen wir dazu? Fasern. Scheiße. Scheiße. Ah, ausweichen kann man auch. Auf der Steuerungstaste. Aber ihr seht es ja selber. Kostet halt auch Ausdauer. Aha. Oh, der Älteste. Der sieht aber auch schon. Der sieht auch schon arg gebraucht aus. Guckt euch den mal an. Alter. Wie geil ist das denn? Ah, cool. Komm, erzähl mir was. Der juwelenbesetzte Kleberschlüssel für die Truhe des Apothekers ist verschwunden. Ja, dann könnte gestohlen werden. Wir versuchen, die Truhe irgendwie zu öffnen. Okay. Wer ist dieser Apotheker? Okay. Okay. Uns haben verstörende Berichte von Siedlern erreicht, die in den Wäldern des Überlands hausen. Offenbar sind einige Kreaturen dort unglaublich aufgebracht und aggressiv und ich lese es trotzdem vor. Wie das halt immer so ist. So, hier gibt es noch ein bisschen Ressourcen. Das ist wahrscheinlich hier die Apotheke, die Walnusstruhe. Okay, ich habe jetzt alles versucht. Da geht halt tatsächlich nichts. Kann halt auch mal sein. So, hier sind ein paar Fasern, die nehmen wir mit. Da haben wir noch Holzi-Holz. Ach, guck,
Guckt euch mal die Kerze an, das ist geil, oder? Wow. Hammer. Geil. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Kann man da irgendwie draufhauen? Sein können, dass man das irgendwie aufmachen kann. Oh, guck mal, Leute, es wird dunkel. Wir gucken mal, dass wir uns noch mal eben so eine Axt hier bauen können. Herstellung. Genau, wir machen mal eine Fackel. Und wir machen mal einen Holzbeil. Genau, und das Holzbeil legen wir uns hier hin. Die Fackel legen wir uns auf die 3. Hatte ich die Eule hier schon angequatscht? Ich glaube ja, ne? Ah ja, genau. Wenn nämlich die Augen nicht mehr leuchten, dann ist, glaube ich, dann hat sie, glaube ich, alles erzählt. Hier ist auch noch Harz. Leute, Leute, Leute. Da ist die Frage, kann ich jetzt hier eigentlich irgendwo was hinbauen? Einfach so? Ob ich Bock hab? Lasst mal schauen. So, dazu nehmen wir erstmal den Hammer wieder in die Hand. Dann rechte Maustaste. Dann Fundamente. Holz und Fasern brauchen wir dafür. Tatsächlich. Kann man einfach hier hinsetzen. Sehr geil. So, rotieren. Geht hier drüber. So. Wände? Scheiße, brauchst natürlich wieder für alles Fasern, ne? So, was haben wir hier? Eine Blättertreppe. Sehr geil. Was kann ich denn noch bauen? Kann ich hier Blättertürrahmen? So. Und jetzt haben wir keine Fasern mehr. Was ein Schmutz, das war ja klar. So, kann ich hier mal die Fackel in die Hand nehmen? So, das Eulchen, was erzählst? Ah, okay. Achte darauf, dass so eine Konstruktion ein gutes Dach haben, Regen lässt Pflanzen und so weiter aufweichen. Ah, ja. Kann ich hier irgendwas abbauen? Warte mal, lass mal kurz gucken. Tatsächlich, genießbarer Pilz. Ich habe einen genießbaren Pilz geerntet. Das ist ja toll. Kann ich hier irgendwas machen? Den nehmen wir natürlich auch mit. Wo kriege ich denn jetzt noch Fasern her? Oh Mann. Da sind noch Fasern. Oh, das sehe ich. Da sehe ich aber schon, das ist echt eine Ressource. Die kannst du wahrscheinlich... Farm, bis du schwarz wirst, ne? Also das ist
Das ist ein absolutes Must-Have. Da sein, Freunde. Ich werde jetzt nur schnell irgendwie noch ein Dach hier drauf bauen, dass wir dann auch die Folge beenden können. Dass wir dann hier auch demnächst wieder einsteigen können. Muss ich aber erstmal gucken, wie ich hier überhaupt runtergekommen bin. Bin ich denn überhaupt? Ach, da. Da ist doch Hütte mit Meerblick. Ah ja, okay. Klettert auch einfach hier hoch. So. Fackeln machen wir mal aus. Oh, ich glaube, der Kollege hat Hunger. So, erstmal was gefuttert. Aha, da ist nämlich auch die Gesundheit runtergegangen, ne? So. Was gibt's denn hier für Dächer? Was kann man denn hier machen? Mein Gott. Ja, was ist das? Laubdach. So. Wir haben ein Dach. Hütte hat ein Dach. Nein, du sollst da nicht... Genau, du sollst da rein. Das ist ja auch geil, ne? Wie der dann hochspringt. So. Nee, nicht kaputt machen. Was kann ich denn noch bauen? Deko und Bett. Einfaches Bett. So, da haben wir schon mal ein einfaches Bett. Und was können wir noch bauen? Können wir auch eine Tür bauen? Einfache Truhe, Fundamente, Gebäude, Fensterwand, eine Tür. Cool. So, jetzt bauen wir noch eine Treppe hoch. Fortgeschrittenes Drehen. Ach, guck mal, da kannst du auch in verschiedenen Variationen hier. Ach, Leute, was geht denn hier ab? Wir machen es einfach mal so. So, dann machen wir den Laden hier zu. Und dann benutzen wir mal das Bettchen. Ach, ich kann nicht schlafen. Aber wir haben jetzt zumindest mal einen Spawnpunkt gesetzt, Freunde. Genau, und an dem Punkt machen wir auch Schluss für heute. Also ich könnte jetzt auch locker noch 5 Stunden länger spielen. Also es sieht richtig, richtig geil aus. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie euch die ersten paar Minuten gefallen haben. Ob ihr sagt, oh, das ist mir einfach, das ist mir nichts von der Grafik her. Das ist, glaube ich, nicht so meins. Oder ob ihr sagt, oder ob ihr das genauso fühlt, wie ich es fühle. Also ich finde es richtig geil, ja. Gut, Freunde, das war's für heute auch schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge reinschaltet. Bis demnächst. Tschö, mit Ö.